Hier ein paar Tipps, wenn Sie gerade an den Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung denken. Schauen Sie doch einmal im Internet nach, wie viele ähnliche Immobilien zurzeit angeboten werden. Beachten Sie auch, bei einer Wohnung mit 170 Quadratmetern konkurrieren Sie genauso mit Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Machen Sie eine Liste der Vor- und Nachteile Ihrer Immobilie. Überlegen Sie, dass ein Nachteil, zum Beispiel die kleine Küche, für eine andere Zielgruppe ein Vorteil sein kann, zum Beispiel einen Single. Legen Sie so Ihre Zielgruppe fest. Für wen ist das Objekt ideal? Eine Wohnung im zweiten Stock ohne Fahrstuhl ist nicht für die Generation gelebte Erfahrung, also Menschen über 55 Jahre geeignet. Machen Sie die Braut hübsch. Wenn ein Single am Abend ausgeht, wird der Blick in den Spiegel auch länger dauern. Kleine Reparaturen, ein frisch bepflanzter und gestrichener Balkon, ein strahlender Eingangsbereich, der Eimer Farbe ist Rouge oder Lippenstift unserer Braut. Zeigen Sie sich. Gute Fotos sind ein Muss. Wenn Sie zum Beispiel selbst die Arbeit eines Maklers beurteilen wollen, schauen Sie sich einfach die Art seiner Immobilienfotos an. Es beginnt mit dem Aufräumen. Simpel, oder? Auf den Fotos möchte niemand sehen, dass Dinge herumliegen. Wichtig ist auch eine gute Ausleuchtung und natürlich, dass die Fotos gestochen scharf sind. Mit ein paar Accessoires bringen Sie Farbe ins Spiel. Bevor Sie zur Besichtigung einladen, fragen Sie den Interessenten am Telefon ein wenig aus. Das spart Ihnen beiden schließlich Zeit. Was ist ihm wichtig und bietet das Ihr Objekt? Wie lange sucht er oder ist er noch in der Entdeckungsphase, bei Maklern auch Besichtigungstourist genannt? Wie will er bezahlen? Steht seine Finanzierung? Wenn Sie viel Langeweile haben, können Sie natürlich auch jeden reinlassen. Schauen Sie nur, dass nachher auch alles noch da ist. Die Entscheidung für das neue Zuhause ist vor allem ein Bauchgefühl. Auch wenn es Ihnen ein wenig übertrieben vorkommt, die ganze Arbeit für das bisschen Verkauf. Wir müssen aus der großen Gruppe der Suchenden den einen finden, der sich richtig in Ihre Immobilie verliebt. Nur er wird auch Ihr Käufer werden.